So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Wir sind hier im Ystra Hochland und haben noch einige Quests erliegen, wie so oft. Ich rufe mir hier gerade mal ganz kurz durch die Quest durch. Schneefrettchen brauchen wir zum Beispiel nochmal wieder. Kleiderin Ilana. Wo finden wir die denn? Wahrscheinlich genau im Haarfahndungsposten. Okay. Wir gehen, glaube ich, dann mal die Schneefrettchen noch töten. Ja, ich glaube, das ist so das Sinnvollste, was wir jetzt gerade machen können. Alles andere führt schon in den Turm der Tosenwinde. Dort möchte ich jetzt in dieser Folge noch nicht rein. Ich möchte mit euch erst durchs Frostholztal durchstiefeln. Ja. Ich möchte euch erstmal noch herzlich um Verzeihung bitten für das. Ja, einmal für die Nachkommentierung, die notwendig war. Und einmal dafür, dass die Musik in den Nachkommentierungen nicht immer ganz ideal war, bezüglich der Lautstärke und vielleicht auch was die Musikauswahl anging. Da bitte ich euch, hier das zu entschuldigen. So, da komme ich dann auch jetzt direkt zum nächsten Thema, welches ich dann auch jetzt ansprechen wollte, während wir uns hier sowieso wieder mal wieder durchs Schneemeer durchkloppen. Das war das Thema der. Ja, Spendenaktion in Anführungsstrichen, die mit dem Gedanken ich immer gespielt habe. Ich habe bis jetzt weitgehend, ich sag mal, positive Rückmeldungen bekommen, also im Grunde po Rückmeldungen, dass ich das ruhig machen sollte und sowas alles. Wer was zahlen möchte, kann es ja tun und so. So, deshalb habe ich jetzt auch, wie ich auch schon in der gestrigen Folge gesagt habe, ach ja, in der Montagsfolge. Ich bin ja, für mich ist es die gestrige Folge, die gestern released worden ist. Aber für euch ist natürlich eine andere Folge von einem anderen Tag. Ich habe auf jeden Fall in der Folge davor. Oh, Scheiße, Entschuldigung. In der Folge davor habe ich auf jeden Fall ja gesagt, dass ich mir schon Flatterer-Account erstellt habe. Was zum Teufel ist jetzt Flatter? Oder Flattere, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich nenne es einfach Flatter jetzt im Folgenden. Flatter ist ein. Dienst, kann man so sagen, der sich als Ziel gesetzt hat, seine, ja, dass man Künstler damit unterstützen kann. Und das auf eine ganz einfache Art und Weise. Nach welchem Prinzip funktioniert das? Man kann ja nicht einfach, es ist ja nicht so einfach, da einfach gezielt die Dinger zu spenden und sowas alles. Es funktioniert folgendermaßen: Man meldet sich bei Flatter an und kann dort eine Kreditkarte oder ein PayPal-Konto oder sowas. Ich weiß gar nicht, was man da alles. Ich sag mal eins, womit man alles einzahlen kann. Mit PayPal geht das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mit wo das noch so ging. Ich habe mich da jetzt noch nicht so genau eingelesen. Man kann dann da, ich sag mal, ein monatliches Budget in Anführungsstrichen festlegen. Man kann auch halt kann das aber auch jederzeit wieder ändern, ne? Kann man festlegen und dann kann man sagen, auf welchen Dienste man das dann anwenden möchte. Man kann dann zum Beispiel sich mit seinem YouTube-Account Flatter verbinden. Das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall gemacht. Als Creator habe ich mich mit meinem YouTube-Account mit Flatter verbunden. Und wann immer jetzt jemand, der ebenfalls Flatter benutzt, eines meiner Videos liked, wird mein Video mit auf die Liste der, ich sag mal, zu spendenden Leute aufgenommen. Warum nur in einer Liste? Ganz einfach. Flatter sagt, wenn du, ich sag mal, dir selbst ein Budget von, ich sag mal, 10 € pro Monat setzt, einfach nur jetzt mal um irgendeine Zahl zu sagen, dann sollst du auch diese 10 € nicht überschreiten. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, von mir ein Video likest und dann noch von irgendeinem anderen YouTuber, der ebenfalls Flatter benutzt, dann werden diese 10 € gleichmäßig auf uns aufgeteilt. Wenn du mehr Videos von mir likest als vom anderen YouTuber, dann wird, glaube ich, mir zum Beispiel mehr gegeben als dem anderen YouTuber und so weiter und so fort. Nach dem Prinzip läuft das dann. Ähnlich funktioniert es dann, wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Twitter-Account damit verbinden würde und solche Sachen, ne? Ja. Ich fand das ziemlich interessant halt, dass man dort, ich sag mal, sehr, sehr frei seinen Betrag wählen kann, den man auch wirklich zur Verfügung haben kann. Es fängt, glaube ich, irgendwie an bei, ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich meine, es fängt an bei 3 € und hört auf bei 20 €. Ich weiß nicht, ich glaube, mir wird dann auch gesagt, wie viel Geld ich dann jeweils von einem einzelnen Spender bekomme. Das heißt, ich werde mir dann auch eine Liste wohl führen und, ich sag mal, ein kleines Reward-System noch aufstellen. Das ist alles jetzt noch in der Planung und alles. Also, dass man je nachdem, wie viel man dann da spendet, auch
das eine oder andere Reward im Nachhinein bekommt, beziehungsweise ja, im Nachhinein, beziehungsweise wann immer es mir auch so zwischendurch schon möglich ist. Als kleines Dankeschön. Zum Beispiel denke ich, zum Beispiel, dass ein Reward ist so ein Mitkommentieren in einem einer Let's Play-Folge, vielleicht sogar in einem Let's Play-Special, dass man da dann mitwirken kann. Dann vielleicht bei kleineren Sachen, dass man im Let's Play auf jeden Fall erwähnt wird und sich da verewigen kann, irgendwie sowas. Also so in die Richtung, denke ich, kann ich diese Sachen wohl machen. Ja. Wir haben jetzt gerade vielleicht hier schon mal zusammengesammelt, das ist gut. Ich habe jetzt gerade gleich auf die Uhr geguckt. Ich sage jetzt, machen wir einfach noch 12 Minuten fertig. Ja, auf jeden Fall würde ich, glaube ich, den Weg so folgen. Über Flatter. Warum habe ich das jetzt nicht mehr über eine andere Website gemacht, wie zum Beispiel GoFundMe oder irgendwelche anderen Crowdfunding-Plattformen? Ganz einfach, die Crowdfunding-Plattformen wollen in der Regel, ich sag mal, einen End-Day haben. Wir müssen irgendwie was kaufen hier, ne? Eine Zeremonie-Umhang. Da ist er. Das ist auch mal interessant, so was kaufen zu müssen. So, ja, nehmen wir das mit. Wo ist die Würze? Ja. Ganz einfach, wie gesagt, die Crowdfunding-Plattform wollen dann so ein End of Day haben, sozusagen, dass man zwar schon nur 3 Monate hat, um das Geld zusammenzubekommen. Nach dem Motto alles oder nichts. Und da ich mir doch denke, dass wir als ja, dass ich als Let's Player mit einer kleinen Fanbase dann doch etwas länger als zum Beispiel jetzt 3 Monate brauchen werde, dachte ich mir schon so, na gut, machst es so, dass es dann etwas langsamer machst und dir eine Plattform suchst, wo es keine zeitliche Begrenzung gibt. Ich werde dann auch gucken, dass ich euch regelmäßig über den aktuellen Stand, ich sag mal, des Sparens auf dem Laufenden halte, bei welchem Stand wir jetzt aktuell sind, wie viel da noch fehlt und sowas alles. Das werde ich dann natürlich alles organisieren. Soweit möglich. Ja, ich glaube, das war auch soweit alles, was ich dazu sagen kann. Der Rest liegt an euch, ob ihr mich da nun unterstützen wollt oder nicht. Ich packe auf jeden Fall auch unter diese Folge nochmal den Link von Flatter. Oh, sind Stufe 36 geworden. Packe ich nochmal drunter und ich werde auch zwischendurch mal ganz kleinen Hinweis drauf geben, aber ich versuche dann doch eine gute Balance zu finden und nicht so penetrant zu werden und da danach zu betteln sozusagen. Das habe ich dann doch nicht nötig. Es soll eine freiwillige Sache sein für diejenigen, denen das Spiel gefällt. Mhm. Bewusstseinsvogel. Lässt Gruppenmitglieder in der Nähe ihr volles Angriffspotenzial. Achso, das ist... Okay, das brauchen wir jetzt noch nicht zu leveln, aber wir könnten hier verwirrendes Rätsel noch leveln. Erzsammelhit und verwirrendes Rätsel. Verbessert das. Uff. Ich mach mal den ein bisschen höher, so. Das könnte nämlich ziemlich praktisch werden. So, jetzt machen wir nämlich knapp 30% mehr Schaden, wenn wir vorher mit dem schwächenden Webeflug den Gegner geschwächt haben. Das kann ganz gut was ausmachen. Ah, na toll, Level up, wir kriegen neue Quests im Half-Funnels-Posten. Wer hätte es gedacht. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich versuche dann doch nicht zu penetrant zu werden. Es soll eine freiwillige Sache sein für all diejenigen, die die Let's Plays unterstützen wollen. Und es ist wirklich überhaupt gar kein Muss. Ich bin ja mal dann gespannt. Wie gesagt, ein Reward-System ist in Arbeit. Es geht in Turm der Tosenwinde für diese Quest. Ich glaube, die meisten Quests führen jetzt mittlerweile so langsam in den Turm der Tosenwinde. Ist auch nur sinnvoll, weil ja, das Level vom Turm der Tosenwinde doch etwas höher ist, um es mal so auszudrücken. Da braucht man doch schon ein etwas höheres Level, um dort erfolgreich durchzukommen. Ich glaube, selbst jetzt könnte es noch ein bisschen anspruchsvoller sein, durch den Turm uns durchzukämpfen. Er hat nämlich ein paar fiese Mechaniken noch drauf. Also, was heißt Mechaniken, aber da sind halt so ein paar fiese Ecken und Enden mit drin. Im Schneemeerlager gibt es ebenfalls noch eine neue Quest, die nehmen wir auch mal eben mit. Ich nehme alle Quests immer schön mit, weil es kann ja sein, dass irgendeine unten in
das Frostholztal noch führt, wo ich mich ja jetzt als nächstes mit euch hinbegeben möchte. Da. So, antike Fragmente. Ist auch für den Turm der Tosenwände. Okay, dann gehen wir mal jetzt langsam in das Frostholztal. Dort waren wir ja schon einmal kurz drin gewesen für die alten Rentiere. Wir haben aber noch nie uns mit den Zyklopen dort unten gebettelt. Und dort ganz unten im Frostholztal wird es sogar ein paar Minotauren geben. Ich weiß gar nicht, haben wir schon... Ja, wir haben schon, ja klar, wir haben schon Minotauren gesehen hier in Runes of Magic. Deshalb kann ich da, glaube ich, auch so viel spoilern, dass wir dort unten auch die wieder treffen werden. Wir haben ja den, unser Freund Minotauren, den haben wir ja geholfen. Ja, ab geht's in die Tiefen des Frostholztals. Bärhus brauchen wir jetzt nicht mehr. Die haben wir, die Quest mit denen haben wir ja schon längst erledigt, zum Glück. Es geht jetzt alles nur noch um die Zyklopen hier unten. Hier vorne finden wir noch eine Quest. Ach ja, die Quest ist schön. Ja, ja, ich nehme sein Geschäft schon an. Das ist, ich habe es gesehen, was ihr in der Hand habt. Das kann doch nicht Kafka Boys Ring sein. Oh je, wo habt ihr ihn gefunden? Ich suche schon lange danach. Würdet ihr ihn mir geben? Oh, natürlich entschädige ich euch dafür. Ring von Kafka Moy. Sollen wir ihn denn geben? Der ist zwar seltsam, aber komm, nehmen wir es an. Ich sage euch, warum ich den Ring will. Habt ihr schon einmal von Kafka Moy gehört? Er ist ein verfluchter Geist, der in Kindermärchen Schätze bewacht. Aber ich sage euch, diese Märchen sind wahr. Natürlich nicht alle, aber es gibt definitiv einen Schatz. Ich suche schon lange nach den vier magischen Gegenständen von Kafka Moy. Einer davon ist dieser Ring. Wenn man die vier magischen Gegenstände hat, dann erscheint Kafka Moy. Und wenn man Kafka Moy gefunden hat, hat man auch den Schatz gefunden. Wenn ihr mir diesen Ring verkauft, erzähle ich euch alles, was ich weiß. Wenn ihr nicht dazu bereit seid, suche mir jemand anderen, der mir hilft. Aber dann kommt ihr nichts vom Schatz ab. Ihr bekommt also nicht nur sofort Geld, sondern ihr investiert auch in einen Schatz, der noch geborgen wird. Denkt nicht groß darüber nach. Es lohnt sich. Okay, werden wir uns mal da einarbeiten. Kafka Moy ist Schatz. Ihr wollt mir helfen? Eine weise Entscheidung. Ich erzähle euch alles, was ich weiß. Aber erst, wenn ihr wieder zurück seid, erzähle ich euch, wie ihr Kafka Moy findet. Also, die magischen Gegenstände von Kafka Moy sind ein Ring, eine Halskette, eine Krone und Ohrringe. Ich habe gründlich geforscht, darum weiß ich, wo sie sich befinden. Den Ring habt ihr mir bereits verkauft. Die Halskette ist im Besitz eines Mannes namens Blake. Er verbringt sein Leben in den Wirtshäusern. Ihr findet ihn bestimmt in der Kneipe im Hafenhandelsposten. Und die Krone? Immer diese laufenden NPCs. Und die Krone? Die hat der Jäger Sadua als Trophäe mitgenommen. Er ist gierig, aber schlau. Ich habe gehört, er ist häufig im Wirtshaus zum Schnapsbrennen am Neumondwald. Die Ringe sind im Besitz des Edelmannes Anelsi. Er ist allerdings verstorben. Also hat sie jetzt seine Witwe Barbara. Ach so, Barbara. Nicht Barbara, sondern Barbara. So. Barbara sollte eigentlich in das Obsidian-Feste zurückgekehrt sein. Aber ich habe gehört, dass sie aus irgendeinem Grund noch im Hafenhandelsposten aufhält. Also suchte sie am besten dort. Es ist mir gleich, wie ihr es anstellt. Wir brauchen diese... laufende NPCs nerven. Vor allem, wenn dann immer das schöne Questfenster wieder zugeht. Dadurch, dass sie außer Reichweite laufen, ne? Ist mir gleich, wie ihr es anstellt. Wir brauchen diese magischen Gegenstände. Kommt wieder zu mir, wenn ihr sie habt. Dann können wir uns an die Aufteilung von Kafka Moys Schatz machen. Okay, müssen. Das machen wir dann aber, glaube ich, ein bisschen später. Erstmal will ich hier ein paar Zyklopen verkaufen. Guck mal, für vier Quests brauchen wir die. Ach du Scheiße. Dann machen wir das doch mal. Zack, zack. Lalala. Ja, hier haben wir jetzt auch einiges dann zu tun. Einige Zyklopen zu kloppen. Zyklopen werden uns übrigens noch einige Male verfolgen. Das werdet ihr dann sehen. In unterschiedlichen Zonen werden wir immer wieder auch auf Zyklopen treffen.
Nicht nur hier im Österhochland. Minotauren sind ja doch eher seltener im Vergleich. Was ich meine, es gibt in Runes of Magic mehr Zyklopenstämme sozusagen als Minotaurenstämme. Ich meine, ich kann mich jetzt auch natürlich total täuschen, aber ich meine, das wäre so. Zack, zack, zack. Also was ich ja dann am Hexenmeister auch gut finde, das haben wir ja jetzt auch beim Level Up gesehen, dass die Skills halt gut teilweise aufeinander aufbauen sozusagen. Also der eine Skill verstärkt den nächsten, wenn man die in der richtigen Reihenfolge benutzt. Das ist nicht immer bei jedem Spiel mit jedem der Klasse so. Auch bei Runes of Magic haben die meisten Klassen nicht so einen ganz eindeutigen Aufbau. Die einzige Klasse, die mir jetzt noch auf Anhieb einfällt, die das so macht, ist der Schurke. Ansonsten sind die anderen Klassen relativ, ich sag mal, einseitig. Denen ist es relativ egal, welche Skills du in welcher Reihenfolge benutzt. Aber im Hexenmeister kann das schon mehrere tausend Schaden Unterschied machen. Und das ist so etwas, was mich so ein bisschen am Hexenmeister dann doch fasziniert. Ich weiß gar nicht, ich glaube beim Champion ist das glaube ich ähnlich. Ich weiß es jetzt aber da auch nicht sicher. Vorne haben wir noch eine Steintafel in uralter Sprache. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Hier nehmen wir einfach hier alles mit, was geht. Wir sind halt so gierig, ne? Kann ich leider nichts machen. So, hier sind Schatzkiste. Erstmal die Schatzkiste. Immer erst die Schatzkiste blenden. Okay. Steintafel mit uralter Sprache. Wow. Zuidon. Ihr müsst sterben. Denn ich werde euch niemals in die magische. Niemals mit der magischen Phantomperle ziehen lassen. Oha. Aufzeichnung aus der Vergangenheit. Ist für eine unserer epischen Quests rein. Bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht, ne? So, da ist noch ein Zyklop. Hups, hups, hups. Ah, du bist auch. Gut, Hallöchen. So, eine Quest haben wir schon mal fertig. Die Waffen. Den lasse ich dann da jetzt verrotten. Sonst haben wir hinterher noch eine unnötige Waffe im Rucksack, die dann wieder mal nicht verschwindet oder so. Auch wenn das ein bisschen blöd klingen mag. Wir brauchen nur noch die Zyklopen zu killen. Brauchen wir noch 12 Stück, dann haben wir das auch. Ich glaube aber, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Verdammt. Ich wollte eigentlich das noch in dieser Folge hier geschafft haben. Habe ich schon wieder so viel wenig gemacht in dieser Folge. Das gibt's nicht. Ja, okay, müssen wir die letzten 10 Zyklopen in der nächsten Folge töten. Ich stelle mich da noch mal kurz auf das Berg, auf den Hügel. Das Bergchen. Ja, genau. Du bist auch so ein Bergchen, Ralf. So. Okay, ich wünsche euch dann alles Gute bis zur nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen und ciao, ciao.